Zweites Testspiel im Jahr 2022. Erneut wartet ein Gegner aus der Schweizer Super League. Im schönen Luzern ging es gegen den hiesigen FCL. Und der SC Altach setzt gleich die erste Duftnote. Turnwald mit einer idealen Flanke aus dem Halbfeld. Noah Bischoff hat bereits nach einer halben Minute die Führung auf dem Kopf. Im Tor der Altacher begann am Samstag Jakob Odenal. Dieser nach 9 Minuten das erste Mal gefordert. Yashari prüft ihn aus der Distanz. In Minute 16 dann beinahe die Führung für den SCRA. Nussbaumer flankt in die Mitte. Ein Schweizer klärt fast ins eigene Tor. Die anschließende Ecke. Meilinger führt aus und jetzt ist der Ball drin. Atenuio mit dem 0:1. Diese Führung hält allerdings nicht allzu lange Bestand. Luzern kombiniert sich fein durch die Reihen. Abubakar muss nur noch einschieben. Ausgleich nach 19 gespielten Minuten. Die Schweizer, welche diesen Sonntag in die Meisterschaft starten, nun mit mehr Spielanteilen und guten Gelegenheiten. Gentner völlig frei, doch Odenal mit einer Monsterparade. Es bleibt beim Remis. Alters nächste nennenswerte Offensivaktion findet kurz vor der Pause statt. Tartarotti kann einen Ball im Strafraum der Luzerner festmachen. Ablage auf Nussbaumer, doch dieser verzieht. Der FCL verbucht auch noch eine Chance für sich. Schulz perfekt bedient, doch wieder ist Odenal zur Stelle. Pause am Vierwaldstätter See. Zweite Hälfte, diese beginnt mit einer Luzerner Doppelchance. Zuerst scheitert Christian Gentner am eingewechselten Casali. Den Abpraller setzt Kumic am Tor vorbei. In Minute 57 macht es der Serbe dann besser, wird hier ideal freigespielt und trifft via Innenpfosten zum 2:1. 67. Ecke für Altach. Erneut steht Meilinger bereit und erneut ist der Ball im Tor. Stefan Haudum, welcher schon in Graz nach einem Eckball getroffen hatte, stellt die Partie wieder pari. Viele Wechsel zerstören anschließend den Spielfluss, Luzern sogar mit 11:9 am Feld. Schlussphase. Ein horrender Fehlpass ergibt auf einmal die Möglichkeit für den SCR Altach. Nuio mit dem Zuspiel auf Griesmann, dieser zieht zur Mitte, jedoch trifft nur das Außennetz. Die letzte Aktion des Spiels gehört wieder den Gastgebern. Eine verlängerte Ecke setzt Domcioni nur an die Latte und so bleibt es beim Endstand von 2:2. Ein positives Ergebnis für die Altacher, welche 2 Standardtreffer mit nach Hause nehmen. Ludovic Magneux mit dem Resümee. Das Ergebnis ist gut, es gibt noch viel zu tun. Wir haben nach meinem Geschmack natürlich ein bisschen zu tief gespielt wieder. Phasenweise viel zu tief, phasenweise war besser und das gilt die nächste Woche zu arbeiten. Ich bin froh, wenn wir in Trainingslager gehen können. So haben wir die Mannschaft 10 Tage lang intensiv zusammen, um diese Fortschritte zu erzielen. Ich glaube, man hat da die Entwicklung gesehen, jetzt, die wir jetzt in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen probiert haben im Training. Das hat man, glaube ich, auch da gesehen, umzusetzen. Natürlich ist da noch Luft nach oben, indem dass wir uns trotzdem immer weiter verbessern müssen und das, was der Trainer auch will, umzusetzen. Unsere beiden Treffer sind heute jeweils nach einer Ecke gefallen. Bisher sind wir noch nicht wirklich gefährlich gewesen in der Saison nach Standards. Ist das schon trainiert worden in der Zeit, wo du da bist? Ich hab mit der Lächeln auf der Bank gesagt, dass ich sagen werde, wir haben die ganze Woche die 2 Varianten geübt, aber das stimmt leider nicht. Nein, absolut nicht. Der Schwerpunkt ist noch nicht auf Standard, sondern wir kommen in Trainingslager. Sicherlich aber, wir haben zum Beispiel nach 20 Sekunden eine Riesenchance von dem Spiel heraus, wo wir nicht machen. Also wie gesagt, die Tore würde mich lieber von dem Spiel heraus rausfallen momentan, aber ich nehme jedes Tor, wie das ist, in Abstiegskampf.